Hallo und herzlich willkommen zur Folge 140 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 25. April 2022. Heute trage ich mein sogenanntes Edelviajante. Also ich habe insgesamt drei Viajante. Viajante ist eine Strickanleitung von Martina Behm und genau, zwei von den dreien, die ich habe, habe ich komplett selber gestrickt. Beim dritten habe ich nur die untere Kante gestrickt, den Rest hat meine Schwester gestrickt. Und dieses ist mein zweites Viajante. Das erste habe ich komplett genau nach Anleitung gestrickt, außer dass ich unten am Rand Perlen eingestrickt habe. Und bei diesem habe ich dann ein anderes Lochmuster für die Kante benutzt und bei dem dritten habe ich noch ein anderes Lochmuster benutzt. Also das ist so meine Variation. Zur Unterscheidung der Viajante sozusagen. Und bei diesem habe ich ganz spezielle Garne benutzt. Und zwar haben meine Schwester und ich irgendwann bei einem Wollfest vor vielen Jahren, waren wir an dem Stand der, ich glaube, die nennt sich Alte Künste. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist das pflanzengefärbtes Garn. Und wir haben uns beide einen Strang reine Wolle und einen Strang reine Seide gekauft. Ich glaube, dass meine Stränge und vielleicht auch ihre mit der gleichen Pflanze gefärbt wurden, aber dadurch, dass Wolle und Seide die Farbe anders aufnehmen, hat man dann so leichte Unterschiede. Und bei einem anderen Stand haben wir uns dann noch zusätzlich einen kleinen Strang Mohair gekauft, also Mohair-Seidemischung. Und dann haben wir uns jeweils so ein ganz edles Viajante gestrickt. Und ich habe das von der Wolle her so aufgeteilt, dass ich das Anfangsdreieck aus der reinen Seide gestrickt habe. Dann habe ich das mit dem Mohair-Seidegarn umhäkelt. Das heißt, ich habe so einen ganz flauscheligen, weichen Rand. Und dann habe ich den Hauptteil des Tuchs, habe ich eine Runde Seide, eine Runde Wolle, eine Runde Mohair. Immer im Wechsel gestrickt, dass das also so ganz dünne Streifen gibt. Und bis das Mohair-Knäuel irgendwann aufgebraucht war, das waren nur 25 Gramm, soweit ich mich erinnere. Das heißt, es war dann irgendwann alle, während ich von der Wolle und der Seide jeweils 100 Gramm hatte. Und die Seide hatte aber eine größere Lauflänge als die Wolle. Und deshalb hatte ich eben den Anfang nur aus der Seide gestrickt und habe dann unten die Kante auch nur noch aus der Seide gestrickt. Und dann habe ich mir eben dieses Lochmuster rausgesucht, wo die Löcher so übereinander liegen und wo es dann unten so kleine Zacken gibt. Und dann habe ich wie immer bei meinen Viajante Perlchen eingestrickt. Und zwar habe ich durchsichtige Perlen genommen. Im Moment sieht man die hier ganz gut, glaube ich. Und die Perlen sind auch nicht ganz rund, sondern die sind, glaube ich, so ein bisschen tropfenförmig oder schräg oder so. Also ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Aber genau, sie sind ja auch nicht allzu gut zu sehen. Und aber gerade wenn ich draußen bin bei Sonnenlicht, dann funkelt das, wenn das Licht so drauf fällt. Das sieht total schön aus. Plus, dass es eben dem Tuch am Rand so ein kleines bisschen Gewicht gibt. Genau, also ich hoffe, dass man zumindest so ein... Also ich glaube, da wo es dunkel ist, sieht man die fast ein bisschen besser glänzen. Genau, und ich habe eben komplett an der ganzen Kante habe ich diese Perlen eingestrickt. Am Anfang der Kante so ein bisschen weniger, also da habe ich da ein bisschen größere Lücken und dann zum Schluss in jeder Runde und dann in der Abkehrtreihe dann auch nochmal genau da, wo dann diese Punkte nach unten gehen, da hängt dann auch jeweils ein Perlchen drin. Genau, und falls jemand unter euch noch nicht weiß, was ein Viajante ist, das ist erstmal auf den ersten Blick sieht es aus wie so ein lang gestrecktes Dreieckstuch. Aber der Witz an der Sache ist, dass das rund gestrickt ist, das heißt im Moment ist es doppellagig und man kann, wenn man diese Lagen jetzt auseinander nimmt, dann kann man so reinsteigen und hat dann wie so einen kleinen Poncho. Und ich habe das heute Morgen zum Fahrradfahren, habe ich mir das so umgehängt. Dann hängt es erstmal ziemlich weit nach unten runter, aber ich habe das dann einfach nochmal so um den Hals geschlungen. Und dann hat man einen richtig schönen Loop, richtig schön warm eingepackt am Hals. Und es kann eben nicht runterfallen, selbst wenn der Zippel jetzt mal verrutscht. Dadurch, dass ich drin stecke, kann das nicht runterfallen. Und ich kann das aber auch richtig als Poncho tragen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer nur so eine Bluse oder ein Top oder ein T-Shirt anhab und es ein bisschen kühler wird, dann kann ich mir das so runterziehen und habe dann so ein richtig als Pulli-Ersatz oder kleines Jäckchen-Ersatz einfach nochmal so ein bisschen so eine Schicht, die wärmt
und ganz nett aussieht. Der Zipfel hängt dann an der Seite so runter. Also das ist ein ganz, ganz vielseitig zu benutzendes Tuch und eine ganz, ganz tolle Idee, die Martina Behm da hatte. Und genau, das trage ich sehr gerne. Und heute habe ich mein Häkelquadrat, Riesenhäkelquadrat-Pulli heißt das Projekt, glaube ich, auf meiner Ravelry-Seite. Die Anregung hatte ich aus einem Häkelbuch, wo eben aus diesen einfachen Quadraten ein Pulli zusammengesetzt war. Ich habe nur das Muster ein bisschen geändert. In dem Buch sind, glaube ich, die Stäbchen nebeneinander und ich habe eben dieses typische Granny Square Muster gewählt, wo man immer diese Dreier-Stäbchengruppen hat und dann einfach immer in diese Lücke zwischen den Gruppen häkelt. Dadurch ist dieses Muster super einfach zu häkeln, man muss nicht genau hingucken. Und dann hatte ich eben zwei große Quadrate für Vorder- und Rückteil gehäkelt. Ich habe die auch in der letzten Runde direkt aneinander gehäkelt, das heißt, ich brauchte an keiner Stelle zu nähen. Und also ist dann direkt in der letzten Runde aneinander gehäkelt. Und bei den Ärmeln habe ich es genauso gemacht, dass ich die nahezu gehäkelt habe und das dann direkt hier am Vorderrückteil dran gehäkelt habe. Der Pulli ist so ein typischer Boxy-Pulli mit einem sehr weiten Vorderrückteil und recht schmalen Ärmeln. Ich hätte die Ärmel gerne noch einen Tucken weiter gemacht, aber dann hätte ich noch ein weiteres Knäuel anfangen müssen und es stecken so schon 400 Gramm Sockenwolle in dem Pulli drin und ich dachte, ach, ich will jetzt nicht noch ein fünftes Knäuel anfangen, dann sind die Ärmel halt ein bisschen schmaler, aber da die ja auch nicht bis ganz hoch gehen, dadurch, dass das Vorderrückteil so weit sind, fangen die Ärmel ja auch erst Mitte von meinem Oberarm im Prinzip an und dann macht es nichts, dass das ein bisschen schmaler ist und ja, bin super zufrieden. Die Farbe war aus der Fairy Tale Serie von Opal, das waren sehr, sehr schöne bunte Farben und ja, den trage ich super gerne. Ist vielleicht nicht der allerschickste Pulli, aber er ist super bequem und ist auch verhältnismäßig lang und wärmt, ohne dass er eben zu warm ist, weil er eben drückt auch nirgends. Und ja, also ich bin einfach nur sehr zufrieden. Ja, so viel zu dem, was ich anhab. Dann zu meinen fertigen Projekten. Ich habe diese Woche ein fertiges Projekt. Und es ist gleichzeitig ein neues Projekt, was ich letzte Woche erst angefangen habe. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon vorstellen, es sind meine Sock Madness Socken. Letzte Woche Montag hatte ich ja noch darauf gewartet, dass die nächste Runde anfängt. Und die Anleitung ist wieder an einem Dienstag gekommen. Und das ist dieses Jahr schon das zweite Mal, dass das Muster dienstags kommt. Ich glaube, letztes Jahr ist das überhaupt nicht passiert. Da hatte ich zumindest kein Mal, soweit ich mich erinnern kann, diese Situation, dass ich Dienstag bis Sonntag nur Sock Madness stricke und kaum was anderes vorher oder hinterher schaffe. Aber das, wie gesagt, dieses Jahr ist das zweite Mal, dass das Muster am Dienstag rauskam. Und ich bin gestern Abend mit Stricken fertig geworden. Und das sind meine Cably Wably Socken von Liz Sedmark. Cably Wably, das klingt so ein bisschen wie Cably Wobbly oder wie Wobbly Cable. Wobbly heißt so verwackelt. Und wenn man sich das anguckt, diese Zöpfe sind nicht diese typischen Zöpfe, wo die Maschen sich so richtig verdrehen, sondern die laufen immer nur so obendrauf hin und her. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre es einfach verwackelt. Und das ist in sich schon mal ganz lustig und ganz witzig. Das Muster selbst ist nicht wirklich schwer. Die Zöpfe sind nicht kompliziert zu machen. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, weil die schmalen Zöpfe und die etwas dickeren Zöpfe eben ein bisschen unterschiedlich laufen. Und dann gibt es Stellen, wo die Zöpfe direkt nur mit einer Linksmasche unterbrochen sind. Und dann gibt es die Stellen, wo dann diese rechts verschränkte Masche noch durchläuft. Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Bevor ich es vergesse, ganz kurz zur Designerin Liz Sedmark. Die hat schon andere Socken entworfen, aber hauptsächlich entwirft sie Quadrate für Decken. Und diese Decken spendet sie dann an eine Organisation, die Kindern in Krankenhäusern mit Decken versorgen. So Schmusedecken, so ein bisschen auch so als Ermutigung und Ermunterung. Und alles Geld, was sie mit ihren Designs einnimmt, spendet sie auch eben an diese Organisation. Das finde ich eine sehr schöne Sache, sehr unterstützenswert. Also guckt euch die Designerin gerne mal an, ob ihr da nicht ein paar Anleitungen braucht. Es gibt eine Quadratanleitung mit diesem Muster, das ist sogar kostenlos. Und die Socken gibt es natürlich noch nicht, die gibt es erst, wenn die Sock Madness vorbei ist. Genau, das ist auch das erste Mal übrigens, dass ich in der Sock Madness unterschiedliche Farben für meine Socken gewählt habe. Das kann man in der Sock Madness durchaus immer machen, dass man die zweite Socke eine andere Farbe nimmt.
Man darf nicht innerhalb der Socke die Farbe wechseln, einfach so. Also ich hätte jetzt nicht dieses quergestrickte Stück in einer anderen Farbe machen können. Innerhalb der Socke darf man die Farbe nur dann wechseln, wenn einem die Wolle ausgeht. Genau. Aber nochmal zu den Socken. Das sind Toe-Up-Socken, also von unten nach oben gestrickte Socken. Wir haben hier vorne mit angefangen, dann hochgestrickt und gleich auf der Spitze schon mit dem Muster angefangen. Das war ein bisschen kniffelig, aber auch nicht super schwer. Dann hat man ja bei der Sock Madness immer so eine Mindestanzahl an Reihen, die man stricken muss. Das war bis letztes Jahr war das eine Mindestzentimeterangabe, aber ab seit diesem Jahr sind das jetzt bestimmte Reihenanzahlen, die man stricken muss. Und mussten mindestens 48 Runden stricken, bis wir mit der Zunahme angefangen haben. Und ich habe bis jetzt immer nur die Mindestgröße gestrickt, weil die immer zu groß war für mich. Und deshalb hatte ich nie einen Anlass, jetzt noch größer zu stricken, als es sowieso schon verlangt war. Und dann habe ich bei dieser Socke eben auch diese 48 Runden gestrickt, habe dann die Zunahmen für die Ferse gemacht und dann wird die Fersenwand quer gestrickt. Das ist schon mal ganz lustig, habe ich noch nie vorher gemacht oder gesehen. Da sind auch diese Zöpfe mit drin, also das ist ganz lustig. Und als ich die Ferse fertig hatte, habe ich die Socke anprobiert und es ist die allererste Sock Madness Socke, die in der Mindestanforderung mir genau passt. Ich habe von letztem Jahr aus der Sock Madness habe ich zwei Paar Socken gekürzt nachträglich, einmal für mich, einmal für meine Schwester. Und genau, das war aus den Wettbewerbsrunden das einzige Paar, was ich behalten habe, weil alle anderen zu groß waren. Wobei ein Paar meiner Schwester genau gepasst hat, ohne Änderung. Also sie hat ein Paar gekriegt, das ich nicht ändern musste und ein Paar, was ich geändert habe. Also die hätten mir fast gepasst, weil sie nur klein bisschen größere Füße hat als ich. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass mir die Socken so wie sie sind, so wie sie in der Mindestanforderung sind, mir genau passen und ich bin ganz glücklich. Ich hatte mich für eine einfarbige Wolle entschieden, damit man das Muster gut sieht. Ich hatte mit diesem leuchtend gelb angefangen, weil ich überzeugt war, dass ich die Socken verschenke. Und ich hatte mit dem Gedanken gespielt, die zweite Socke in grün zu stricken, dann hätte ich sie eventuell spenden können. Aber als ich dann eben festgestellt habe, die Socken passen mir, habe ich mich dann doch für das Orange entschieden. Das gefiel mir ein bisschen besser. Und so werde ich die Socken auf jeden Fall tragen. Ich habe ja mal einen Pullover gehäkelt mit allen Neonfarben, die Opal in der Sockenwolle rausgebracht hat. Und das wird natürlich eine super Kombi, wenn ich dann diese Socken und den entsprechenden Pullover anziehe. Also wenn ich das mal im Video mache, also irgendwann ziehe ich den Pulli mal im Video an, dann ziehe ich die Socken an und dann werde ich ausnahmsweise mal meine Füße in die Kamera halten. Das verspreche ich jetzt ausnahmsweise mal. Man muss ja auch mal Verrücktes machen, ne? Genau. Ja, gibt es sonst noch was zu den Socken zu sagen? Ach ja, wenn man diese quergestrickte Fersenwand gemacht hat, musste man natürlich dann hier oben Maschen rausstricken. Dann hat man, das ist wieder die Mindesthöhe, die man stricken musste. Dann hat man neue Maschen angeschlagen. Hier und hier. Dann wurde dieses Band quer angestrickt, wie bei einer angestrickten Spitzenkante an einem Tuch oder so. Dann hat man eben die ganzen Maschen hier aufgefressen. Wenn man fertig war mit dem Band, hat man das zusammennähen müssen. Um das zu erleichtern, sollte man in der ersten Reihe und letzten Reihe einen glatten Faden einstricken oder einziehen. Man konnte Zahnseide nehmen. Das habe ich bei dieser Socke gemacht. Das war ja meine erste. Es hat mir beim Zusammennähen nicht wirklich geholfen, deshalb habe ich bei der zweiten Socke die Maschen nicht abgekettet. Ich habe keine Zahnseide benutzt und habe dann lieber die Maschen direkt von der Nadel an die Anfangsreihe angenäht. Und das war am Anfang, habe ich das auch nicht so super hingekriegt. Und als ich aber mit zwei Dritteln durch war, dann ist bei mir der Groschen gefallen, wie das zu funktionieren hat. Und dieses letzte Stück, also wenn man jetzt nur hier guckt, da finde ich, kann man kaum sehen, dass ich genäht habe. Also das sieht richtig gut aus, aber hier sieht man, da sieht man, wo die Naht ist. Also dieses Stück ist das, was nicht so gut ist und das Stück ist, was richtig gut ist. Und wenn ich jetzt gestern Abend nicht so wahnsinnig müde gewesen wäre, hätte ich das vielleicht noch mal aufgemacht und hätte hier eine fast unsichtbare Naht gehabt. Dann hätte alles so aussehen können wie dieses Stück. Aber so habe ich eben dieses nicht ganz so schöne Stück. Aber insgesamt finde ich das trotzdem besser als diese Naht, die einfach komplett nicht besonders schlau aussieht. Da hatte ich aber einfach noch nicht kapiert, wie es funktionieren soll. Ich habe das mit der Zahnseide nicht kapiert. Was unter anderem daran liegt, dass man diese weiße Zahnseide in meiner gelben Socke fast nicht sieht. Die ist übrigens immer noch drin. Also es kann sein, dass man es an ein paar Stellen vielleicht ein bisschen durchblitzen sieht. Ich werde das bei Gelegenheit noch rausfummeln. Da hatte ich einfach noch nicht die Zeit und die Muße, das zu tun.
Genau, dann hat man aus der oberen Kante des quergestrickten Stücks wieder Maschen rausgestrickt, hat ein kleines Bündchen gestrickt, das war so ziemlich das Einfachste an der Socke. Und dann wurden die Maschen aber nicht abgekettet, sondern abgenäht. Und zwar so, wie Elizabeth Zimmerman sich das ausgedacht hat. Ich vermute, dass sie sich's ausgedacht hat. Und das gibt eine sehr elastische Kante. Die ist jetzt optisch vielleicht nicht die allerschönste. Man kann ja auch italienisch irgendwie die Maschen abnähen. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht, aber danach nie wieder. Ja, mich stört es jetzt nicht, dass das so ein bisschen ungleichmäßig aussieht. Es ist auf jeden Fall super, super schön stretchy, beweglich, elastisch. Elastisch ist das deutsche Wort. Also es ist eine sehr elastische Kante, was natürlich für Socken sehr gut ist, damit man mit der Ferse da auch bequem durchkommt. Das Band, dadurch, dass es quer gestrickt ist, ist etwas weiter oder sieht zumindest weiter aus als dieses Teil. Deshalb wurde empfohlen, dass man mit einer Nadelstärke runtergeht. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich hatte erst überlegt, ob ich es lasse, habe es dann doch gemacht. Ich habe die Socken auf einer 2,5er Nadel gestrickt und das Band dann auf einer 2,25er Nadel. Und das war eine gute Entscheidung. Also jetzt sieht es zwar größer aus als der Teil, aber wenn ich mit meinem Bein drin stecke, dann sitzt es sehr gut und passt genau. Es ist nicht zu fest und nicht zu weit. Also das passt wunderbar. Wenn ihr sehen wollt, wie die Socke an meinem Bein aussieht, ich habe auf meiner Ravelry-Seite ein Bild eingestellt, da könnt ihr euch das angucken. Oder ihr wartet, bis ich den Pulli trage und meinen Fuß in die Kamera halte. Genau. Ja, Neonfarben von Opal, das ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Das sind also meine Sock-Madness-Socken der Runde 3. Ich habe die Bilder gemacht, ich habe meine E-Mail geschickt, ich habe, als ich jetzt bis direkt vor der Aufnahme noch keine Antwort gehabt. Allerdings sind in meiner Gruppe noch 5 Plätze frei, sodass ich gute Chancen habe. Es sei denn, ich habe irgendeinen Fehler gemacht oder Sie sind mit der Naht nicht einverstanden. Mal abwarten. Ich bin relativ sicher, dass die nächste Runde nicht vor nächsten Dienstag anfangen wird, weil unsere Gruppe, meine Gruppe, ist zwar schon relativ voll. Da sind, wie gesagt, nur noch 5 Plätze von 24. Aber es gibt ganz viele Gruppen, da sind erst 1, 2, 3 fertig. Gestern waren sogar in 2 Gruppen noch niemand fertig. Ich habe jetzt vergessen, heute drauf zu achten. Also von daher ist die Chance relativ hoch, dass sich die Runde noch die nächste Woche überzieht. Ich diese Woche also Zeit habe, mit den ganzen anderen Projekten voranzukommen. Und ich hoffe dann, dass die nächste Runde nicht nächste Woche Dienstag anfängt, sondern vielleicht mal Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder so. Ich würde euch gerne mal Sock Madness Socken auch in Arbeit in die Kamera halten und dann nicht ganz so das innerhalb von einer Woche stricken müssen. Gut, genug, aber jetzt mit Sock Madness Socken. Ich rede auch jetzt fast überhaupt nicht mehr über Socken, weil ich an den Katzensocken nicht gestrickt habe. Ich habe an meinen dicken Stinos nicht gestrickt und an dem zweiten Paar Pocket Socks nicht gestrickt. Keine Zeit wegen Sock Madness, aber ich habe an der Häkelferse Shorty hatte ich letzten Montag gestrickt. Ich hätte vielleicht auch die Spitze noch gestrickt, wenn ich die bunte Wolle zu Hause gehabt hätte. Hatte ich aber nicht. Deshalb habe ich dann aufgehört zu stricken, weil ich ja die Spitze dann bunt stricken wollte. Und das habe ich dann eben nicht mehr geschafft. Ich bin aber sehr gespannt drauf, die Spitze zu stricken und dann zu sehen, wie die bunte Wolle gestrickt aussieht im Kontrast zu der gehäkelten Version. Ich habe inzwischen ganz viele Paare in der Ravelry-Gruppe gesehen, die die gleiche Farbe für Ferse und Spitze benutzt haben. Ich finde es sehr, sehr schön und hänge mich da gerne an den Trend an und hoffe, dass ich euch zumindest dann diese Socke nächste Woche zeigen kann. Genau, dann habe ich an meinem Zackenkragen von, ja, unserem Strick-Sensei, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen, Bernd Kessler, habe ich ein paar Runden dran gestrickt, also wirklich ganz wenig da. Aber genug, dass ich es euch zeigen kann, weil ich weiß, ich habe ein paar Runden gestrickt. Genau, da stricke ich jetzt noch fröhlich weiter mit meiner Regenwaldfarbe. Das ist die Wolle in vierfach. Die gleiche Farbe habe ich in sechsfach ja als Pullover gestrickt, werden die meisten von euch gesehen haben. Und irgendwann trage ich dann Pulli und Kragen zusammen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich habe noch ein Projekt neu angeschlagen. Letzten Dienstag, während ich auf die Anleitung von der Sock Madness gewartet habe, dachte ich, was macht man, wenn man wartet? Natürlich fängt man was Neues an, statt an den alten Sachen zu stricken. Und ich habe mich entschieden, mein Musterschlachtprojekt anzuschlagen. Das Opal-Abo kann man ja bei Opal bestellen. Dann kriegt man viermal im Jahr ein Päckchen mit 6 Knäule Wolle, von denen man nicht weiß, wie die Farben aussehen werden. Manche Färbungen wird man später regulär in
irgendwelchen Serien kaufen können. Manche Farben bleiben einzigartig und aus jedem Päckchen werden ja drei Knäule dann vorgeschlagen für die Musterschlacht und wir wählen gemeinsam eine Farbe. Diese Farbe wurde jetzt bei dem letzten Päckchen gewählt und jeder, der bei der Musterschlacht mitstricken will, muss mit dieser Wolle stricken und muss aber ein anderes Muster stricken als alle anderen. Das heißt, jeder, also der Erste hat die freie Wahl und jeder weitere, der sich mit einem Muster anmeldet, muss genau gucken, dass er sich was auch sucht, was noch kein anderer genommen hat. Und ich habe mir überlegt, ich werde nochmal, das war die fünfte Nadel, ich werde nochmal dieses Babyjäckchen stricken aus dem Buch Knit Happy with Self-Striping Yarn. Das ist von Stephanie Lotwin. Ich habe das Jäckchen schon mal gestrickt. Damals hatte ich so beige-braune Naturtöne genommen. Sah trotzdem total süß aus. Und eigentlich war mein Plan, dass ich das Jäckchen jedes Mal, wenn ich es nochmal stricke, in einer größeren Größe stricke, um zu gucken, bis zu welcher Größe ich mit 100 Gramm hinkomme. Da ich aber beim letzten Jäckchen, das auf meiner Ravelry-Seite nicht notiert hatte, welche Größe ich gemacht habe, habe ich aus Versehen die gleiche Größe nochmal angefangen und stricke jetzt nochmal die Größe, was stricke ich? Ich glaube 0 bis 3 Monate. Genau, es fängt an mit Neugeboren und dann kommt 0 bis 3 Monate. Nächstes Mal stricke ich dann 3 bis 6 Monate. Dann gibt es noch 6 bis 12, 18 Monate oder 2 Jahre. Und genau, und ich habe mit diesem Seitenteil angefangen und normalerweise hätte ich dann das nächste Seitenteil gestrickt und dann hatte ich mir letztes Mal überlegt, dass ich erst die Ärmel stricke, bevor so viel dranhängt und dann Vorder- und Rückteil. Und jetzt habe ich aber schon gleich nach dem Seitenteil mit dem Ärmel angefangen, weil, wenn ihr genau hinguckt, wenn ihr euch die Farbe und die Farbe anguckt, ich bin am Ende dieses Seitenteils fast genau an der gleichen Stelle rausgekommen wie hier. Ich glaube, ich bin ein Stückchen höher. Das heißt, dass die Farbverteilung wäre beim zweiten Seitenteil ein kleines Stück nach unten versetzt gewesen, aber ansonsten gleich. Und das fand ich natürlich langweilig. Und deshalb habe ich entschieden, jetzt erstmal den Ärmel hier dran zu stricken, in der Hoffnung, dass ich dann am Ende vom Ärmel an einem anderen Punkt in der Farbverteilung bin als hier und dann ein komplett anderes Seitenteil bekomme. Das ist ja so ein bisschen der Witz an dieser Jacke. Wenn man hier guckt, das ist ja auch eine Wolle, die sie benutzt hat. Aber man sieht, hier sind komplett andere Farben als hier und dieses Vorderteil ist komplett anders als dieses Vorderteil. Die Ärmel sind ganz unterschiedlich und so wünsche ich mir das eben für mein Jäckchen auch. Und deshalb die Entscheidung, jetzt erstmal den Ärmel zu stricken und dann das zweite Seitenteil. Und was ich noch ganz spannend finde, ich habe ja, also dieses Stück hier unten wird über die komplette Breite gestrickt und dann teilt man das und strickt erst das eine und dann das andere Teil. Und ich finde dieses Vorderteil total spannend, weil das so dunkel ist und da so Farben rauskommen, die man in dem Knäuel fast nicht sieht. Also ich finde, das Knäuel wirkt sehr hell. Es wirkt überhaupt nicht so, als wären da so dunkle Farben drin. Und es liegt daran, dass diese dunklen Farben sind in diesem schmalen Streifen drin. Also immer wenn dieser blaue Streifen ist, dann ist da so ein schmaler Streifen dunkel drin, der aber im Knäuel kaum rauskommt. Und ich vermute, in den Socken wird es auch ein ganz schmaler Streifen sein. Ich muss mir da nochmal die Bilder angucken in der Gruppe. Aber hier in dem Jäckchen, gerade jetzt bei diesem Vorderteil, sind das, ich glaube, das sind 16 Maschen. Das ist halt wirklich wenig. Und dadurch werden die Streifen viel breiter und die Farben kriegen ein ganz anderes Gewicht. Also ich finde das super, super spannend und bin schon sehr gespannt drauf, wie das Jäckchen sich weiterentwickeln wird und habe da sehr, sehr viel Spaß dran. Genau, das war das zweite neue Projekt, was ich in der vergangenen Woche angefangen habe. Dann habe ich noch an ein paar alten Projekten weitergestrickt, an den meisten sogar, die jetzt noch kommen. Das Einzige, was ich gar nicht geschafft habe, ist meine Dinosaurier-Stomp-Häkeljacke, Häkeldecke. Das ist sehr traurig, aber nicht zu ändern. Ich habe an dem Ärmel hier ein Stückchen weitergestrickt. Letzte Woche hatte ich 4 Abnahmen, jetzt habe ich weitere 4 Abnahmen gemacht, also 2 Abnahmen kommen noch, dann kann ich die Maschen stilllegen, wie beim ersten Ärmel, weil ich ja dann noch bunte Bündchen dran machen will. Und sobald das fertig ist, dann ja, wird da auch noch mal viel langweilige Strickerei sein. In Schwarz einfach glatt rechts hin und her. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie lange ich die Jacke haben will, da bin ich auch mal gespannt. Ja, aber wenigstens habe ich ein kleines bisschen dran gestrickt, ein kleines bisschen gehäkelt habe ich auch an meiner Herdabdeckung, an diesen Quadraten. Da habe ich jetzt alle Quadrate so weit, dass 4 Farben
drin sind, also ist jetzt alle auf dem gleichen Stand. Das heißt, jetzt kann ich mit Weiß und Dunkelblau weiter häkeln, damit das dann wächst. Genau. Und wie gesagt, an der Häkeldecke Stomp, an dem Dinosaurier, habe ich nicht weiter gehäkelt. Ich bin jetzt sehr in Verzug. Ich hätte letzte Woche 10 Reihen häkeln sollen. Davor die Woche fehlten mir 6 Reihen. Diese Woche 10 Reihen. Ich bezweifle, dass ich 26 Reihen häkeln werde, aber ich werde definitiv ein paar Sessions mit der Häkeldecke machen, weil ich so gerne möchte, dass der Dinosaurier wächst. Aber ich habe noch, bevor die Sock Madness Anleitung kam, habe ich 2 Quadrate an meine Memory-Decke, an meine Erinnerungsdecke gestrickt. Und zwar hatte ich ja letzte Woche die beiden Farben gezeigt, aus der ich letztes Jahr ihre Socken gestrickt habe. Und dann habe ich die 2 Quadrate dran gestrickt von seinen Socken. Und dann sind diese 4 sozusagen zusammengehörigen Quadrate jetzt fertig. Die beiden bunten Garne waren aus der Memories-Serie von Opal. Und dann hatte ich bei ihren Socken orangene Fersen und Spitzen und bei seinen dann anthrazitfarbene Fersen und Spitzen. Und habe jetzt eine schöne Erinnerung an dieses Paar Socken. Und die Decke ist wieder ein kleines Stück gewachsen. Ja, sie wird auch langsam, geht sie in Richtung Deckengröße. Aber da darf noch viel dran kommen. Genau, und dann sind wir schon beim letzten Projekt, unserem Knit-Along, wo wir das Sternkissen stricken. Ich hoffe, ihr strickt auch fleißig Kissen und vor allem zeigt sie dann in der Ravelry-Gruppe, weil ich immer so neugierig bin. Ich bin zwar nicht sehr aktiv in der Gruppe und schreibe nicht viel, aber ich gucke immer super, super gerne und freue mich, wenn sich da was tut. Ich habe nicht viel gestrickt, also ich glaube, da habe ich auch nur so ein paar Runden geschafft, bevor ich dann im Sock Madness Wahn war. Aber ich bin der Meinung, ein paar Runden sind drauf gekommen, deshalb habe ich gedacht, es lohnt sich, es kurz in die Kamera zu halten, euch einfach zu erinnern, ich bin noch dran und ich freue mich, wenn das Kissen irgendwann fertig wird und genau, freue mich, eure Kissen zu sehen, die ihr auf Ravelry einstellt. Ja, das war's, was ich in der letzten Woche gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!